Ja, was geht ab, Friends? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Sehr, sehr spontan. Ich bin gerade angekommen. Mein Bruder hat mich schon abgeholt. Wallah, Leute. Ich habe erst mal vergessen, in Deutschland zu vloggen vor Stress. Ich dachte, ich bin zu spät. Ich war 14.15 Uhr am Flughafen in Düsseldorf. 16.20 Uhr sollte der Flieger losgehen. Wir hatten 3 Stunden Verspätung. 3 Stunden Verspätung. Wir sind jetzt deutsche Uhrzeit 22.20 Uhr hier angekommen. Ich kann nicht mehr, ich will einfach nur noch nach Hause. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall später. Ich bin am Arsch, das war der absolute Höllenflug, Digga. Wir waren knapp 7 Stunden in einem Flieger, der eigentlich schon 3 Stunden dauert. Allah, wo ist deine Karre? Wo ist die Karre, Alter? Hä? Der Mercedes? Bruder, nein! Allah, ist ein türkischer Tuckendrift hier, Alter. Wo sind wir denn hier? Soll ich schon liegen? So, wir essen jetzt eine Kleinigkeit, bevor wir nach Hause gehen. Wir haben jetzt hier so einen Hähnchenreisteller, ich muss sagen. Ich habe das echt nicht geglaubt, aber die Preise, vor allem hier, also ich glaube allgemein in der Türkei, ne, das ist ja nicht mehr normal. Leute, wirklich, ihr müsst aufpassen. Ihr müsst das Doppelte wie vom letzten Jahr an Kohle mitnehmen. So, wir sind angekommen, meine Damen und Herren. Die Katze ist auch hier am Start. Hallo! Geil, die bleibt heute hier. Ja, das ist das Gästezimmer. Digga, einfach. Ist einfach besser als mein Schlafzimmer. Das ist crazy, Digga. Wir haben auch direkt hier so ein Bad. Wir sind heute, eher gesagt, über den gesamten Zeitraum zu Besuch bei meinem Bruder Musti. Ja, und heute schlafen wir hier. Wir beide, eher gesagt. Ne? Mein Großer. Ja, hallo. Warum guckst du so böse? Mashallah, Bruder. Seid ihr gegönnt. Sehr hart erarbeitet. Gefällt mir, Bruder. Sehr schön. Danke für die Einladung. Danke. Ich gebe YouTube-Karriere auf. Wir bleiben natürlich immer hier. Ne? Das. Wir haben heute unseren ersten Tag, ja. Wir haben auch Freitag. Wir waren eben beim Juma, direkt hier um die Ecke. Dann haben wir Geld gewechselt in der Stadt. Jetzt sind wir natürlich in unsere Badesachen reingeschlüpft. Wir jumpen jetzt in den Pool. Er kommt auch rein. Die Leute sollen mal sehen, wie man den Ahmed-Patron Dings Sprung macht. Ich zeige euch den türkischen Eishockey. War gut, ne? War gut. Allah, schwimm doch mal rein, Alter. Schwimm doch mal rein da. Das ist eine Hayat, Digga. Endlich einfach in der Sonne liegen. Ein bisschen braun werden, ein bisschen entspannen. Genau das habe ich gebraucht, Leute. Deutschland, nur gelbe Briefe, Stress, Sorge. Du bist einmal in der Türkei, liegst in der Sonne, Alter. Du vergisst all deine Probleme. Hayat. Wir waren schön am Sonnen. Wir sind jetzt hier auf der hinteren Seite. Kann man schon sehen, dass wir ein bisschen braun geworden sind? Ich glaube schon, oder? Ja, wir haben vielleicht 2 Stunden oder so unter der Sonne. Waren am Schwimmen. Hat sehr, sehr Spaß gemacht, ich muss sagen. Nach all diesen ganzen Monaten in Deutschland, ich habe das echt gebraucht, Digga. Boah, ich war lange nicht mehr in der Türkei so richtig, ne? Mit Sonne, Pool und so weiter. Ich weiß gar nicht mehr. Dann gehen wir, wohin gehen wir heute? Was hast du gesagt? Wohin gehen wir heute? Ja. In die Stadt Alaçatı. Alaçatı. Man sagt ja, da ist es leer geworden. Die Leute gehen nicht mehr, weil die Preise gestiegen sind. Mal gucken, wie es sein wird, wie die Preise sind, ob es voll oder leer sein wird. Ich hatte es natürlich auf dem Laufenden. Also bis später. Nicht wundern, Leute. Es wurde aus dem Nichts einfach dunkel. Wir haben gerade mal 8:30. Wir sind hier in Alaçatı angekommen. Das ist lange her, wo ich hier war. Ich kenne mich gar nicht mehr aus, Digga. Wallah, jetzt weiß ich, Musti. Jetzt weiß ich. Yes. Da ist diese Straße. Und wenn du abends zu Hause willst, wallah, full Taxis, du kriegst schwer ein Taxi. Ich weiß doch ganz genau, wallah, wir haben so schwer ein Taxi bekommen mit Abdel. Wir waren abgefuckt, wir konnten nicht mehr, wir sind zu Fuß gegangen. Ja, ich weiß noch, Digga. Tamam, okay, jetzt geht's ab. Hallo, Fracker auf Brille, Digga. Wir sind am Durchdrehen hier. Hello. Yes. English? No English? Ja. Yeah. Wenn ihr keinen Bock habt, mit den Leuten zu labern. Wollen wir einfach sagen English? No? Okay, bye, Dick. Ansonsten labern die dich alle 2 Meter voll. English? No English. No English, okay, sorry. Ja, wenn die kein Englisch können, dann sorry, dann muss ich weiter, dann passe ich. Wallah, gib euch mal die Katze, ey. Wallah, wie die schläft. Wir sind jetzt hier in einer Moschee, Leute, hier in Alaçatı. Das Interessante ist, dass das früher eine Kirche war und die haben dann hier das Ganze getrennt. Hinter dem Vorhang haben wir dann eine Kirche. Diese Seite ist eine Moschee, aber krass. Die Seite ist ja für die Christen, Kirche und hier ist dann eine Moschee, Digga. Wallah, sehr speziell, also ist krass. Digga, diese Straßen hören mich auf, Digga. Rappel voll. Man kommt hier gleich voran. Wer auch immer gesagt hat, dass Alaçatı leer ist. Leute, ich sag euch ehrlich, das ist genau mein Stand hier, sowas, ne? Hätte ich später kein Date, ich hätte zerdeppert. Aber
Hätte ich kein Date, ich hätte zerdeppert hier. Ich hätte zerdeppert. Turşu. 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 Turşu, gut. Gut. Gut, diese. Wir chillen jetzt hier auf dieser Straße. Wir trinken einen Dippentarus, auch ganz entspannt. Wir sitzen hier ein bisschen. Und das war's dann auch für heute. Feierabend, dann ab nach Hause. Guck mal, Leute, ich bin hier am Spazieren. Ich guck so ein bisschen Klamotten und so weiter. Ein paar Oberteile, ne? Hier sind so ein paar Brüder, die sagen... Sardkash, die sagen, wir erkennen deine Stimme, woher bist du? Ich sag, ich bin ein Niemand. Ich lauf weiter, die kommen zu mir, die zeigen das Video, ey. Mit dem schwarzen Bruder, der türkisch konnte. Sestim mi tanıdın? Der sagt, ich hab schon deine Stimme erkannt, ey, crazy. En güzellerini yap. En güzellerinden başla. Of. Of, of. Still döf. Demoliert mit dieser Soße und Wasser. Und dann mit Cocktail mit. Türkisch Cocktail. When you're tired, when you feel bad, you drink this. Wow. Gut? Gut. Gut. Nur eine Gurke, Zeit. Meine Sex. Çatalım. İlk salatalık vereceksin. Çatalım biraz daha küçük olsaydı daha iyi olurdu. İlk salatalık ver ondan sonra. Turşu is my favorite Digga. Lecker, ich liebe sowas. Vor allem selbstgemacht. So, wir haben hier unseren UFC-Champion noch getroffen in Alaçatı, Ivo Aslan. Erstmal, wie geht's dir? Alles gut? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Super, auch danke. Wir sind ja ein bisschen am Chillen. Aber einer fehlt noch in der UFC, ne? Ja, ja. Wer fehlt denn? Kerim Engizek. Kerim Engizek fehlt noch. Wir warten auf dich, ha? Let's go, bro. Turkish power. Take Let's over. Go. Der Bruder hat leider keine Sparringshandschuhe dabei. Das hätte mir ein bisschen Sparring gemacht, Digga. Hätte mir ein bisschen Schläge kassiert. Aber egal. Nächstes Mal. Aber sehr, sehr korrekter Mensch. Leute machen sich zu Hause fertig. Föhn, duschen, kämmen, dies, das. Dann gibt's Leute. Ja, Falle! Mach mal mit deinen Bürsten! Der hat eh kaum Haare, nur Bartschirmbürsten! Feierabend! Wir essen jetzt ein Adana Dürüm. Ich bin gespannt, wie der hier schmecken wird. Die Bres kommen aus Adana, sagen die. Kerwan Kebab İsmail Usta. Frisch aus Adana. Evet. Söyle, frisch? 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 Aus? Aus Adana. Adana. Yani frisch taze Adana'dan. Evet. Frisch aus Adana. Frisch aus Adana. Bak, 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 bak. Şahin Usta. Hoş bulduk baba. Aa, ich liebe sowas, ich liebe sowas. Also, die haben diesen Dürüm so krass gepusht, Digga. Ich bin gespannt, wie der schmecken wird. Abi, sen niye bunu? Sen başka yerde... Also, muss ich sen bunu şeyim. Vallahi, ich bin gespannt. Doğrusunu söyleyeceğim bak. Ye abi, doğrusunu söyle. Wow! Yo, no acı. Oh my days, ich habe in meinem Leben noch nie so einen leckeren Adana Dürüm gegessen. Was ist das für ein Adana, Bruder? Oh my days. Bruder, brutaler Dürüm hier bei Alaçatı, wenn ihr rausgeht. Vorbei, frisch lecker. So, wir haben Sonntag, wir haben 35 Grad. Das ist, was das heißt. Ich bin in den Pool rein, in der Runde. Ich bin mal in der Bahn, ja, hin zurück, auf locker. Arme Patronensprung. Leonardo! Ja, doch, Bruder, für dich Schwimmer. Jeden Zettel. Ich hab doch früher geschwommen. Hast du meinen Körper da reingemacht? Mann, der ist zu weit weg! Ja, nur angetäuscht. Nicht antäuschen, ihr Blackies. Ich geh mal rein, ne? Mal rein. Hä? Was ist los? Was hast du denn da gezaubert, hä? Was hast du denn da gezaubert oder was? Hä? Wir gewöhnen dich dran. Sagen wir keine Frau haben, gewöhnen wir uns dran. Uff. Was ist das für ein Toast oder was? So, Friends, Outfit-Check, ja. Wir sind jetzt draußen unterwegs. Wir holen bei der Tanke was zu trinken.
Da geht's los. Feuer haben wir gecheckt, wie nutzt der Jan, Alter? Ich hab Panik bekommen. Auf jeden Fall, es geht ab nach Hemer Pazarı, keine Ahnung, Digga. Wir shoppen da ein bisschen, wir gucken, was da so gibt. Einmal ein bisschen spazieren. Ja, heute einfach so ein chilliger Sonntag, würde ich mal sagen, ne? Also, ohne Witz, ne? Ich will nicht urteilen oder so, aber Bruder, in so einer Zeit, da sollte man schon, finde ich, etwas zusammenhalten und gewisse Läden, Produkte boykottieren. Es ist wirklich schwierig, alles zu boykottieren, weil sehr, sehr viel, also sehr vieles kommt aus diesem Land. Man kann das einfach nicht umgehen, aber so krasse Sachen, vor allem solche Läden, ne, die muss man einfach nur umgehen können. Ich finde das vor allem in der Türkei sehr, sehr schwach. Ich finde, wir an sich so in Deutschland, wir haben einen viel krasseren und größeren Zusammenhalt, halt wie die Einheimischen zum Beispiel hier in der Türkei, bei denen ist das irgendwie, aber es ist auch nur in diesen Großstädten und keine Ahnung, Metropolen, Istanbul, Izmir, Bodrum. Klar, ist anders nicht zu erwarten, aber ich finde das traurig, Bruder. Du siehst die Familien, Frauen, Männer, Kinder, rein, raus, als wenn nichts wäre, Digga. Weil das ist schon irgendwo so ein bisschen traurig, was mir auch sehr, sehr weh tut, Digga. Ich weiß noch gar nicht, ob wir angekommen sind, aber sieht sehr interessant aus hier. Bisschen wie so ein Bazar in Istanbul ist das, aber nur mit weniger Menschen, nicht so viel Halligalli und auch nicht diese penetranten Menschen, die dich so packen und reinziehen und sagen, komm, kaufen. So, sehr wichtig, das lange Suchen hat ein Ende. Wir haben endlich Gardinen gefunden, wir werden jetzt extra welche anfertigen lassen. Ich habe die ganzen Maße von meiner Wohnung. Ich hatte noch so einen Zettel gefunden, was noch da rumlag vom letzten Jahr, da wollten wir welche holen. Ja, endlich Gardinen. Saatkulisse, Leute, auch sehr interessant. Ja, auf Deutsch. So ein Denkmal von der osmanischen Zeit damals, von Abdülhamid Han II. War stand da 1901. What's about? Also über 120 Jahre ist es her. Sehr, sehr krass. Kann man darunter verstehen? Ja, so ein Denkmal, so ein Zeichen. Da haben sich früher die Leute mal versammelt getroffen. Gab es ja keine Handys, die ist das. Ey, zum Beispiel 15 Uhr hier, Saatkulisse. Und haben sich getroffen. Sehr interessant auf jeden Fall. Sehr schön. Ich will Sachen haben, probieren, das ist geil. Da gibt ja Large, große L. Das türkische L, die. Ich bin so schwer da reingekommen. Ich weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Hier im Istiane Park, ja, im Mall, da gibt es so ein Dönerci, richtig leckeres Dönerfleisch, Dönerci Vedat. Auf die Empfehlung von Musti, ich bin mal gespannt, wie der schmecken wird. Der ist brutal, sagst du? Das schmeckt super. Ich habe mir jetzt einen hausgemachten Einan bestellt. Wenn es hausgemachten Einan gibt, da darf man dazu nie Nein sagen. Ich finde diesen Joghurt in der Türkei immer sehr, sehr lecker, vor allem den Einan. Sowas habe ich aber noch nie gesehen, ich bin mal gespannt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der kann was. Oh, das ist krank. Allah billah, wenn der Eider schon so schmeckt, dann ist Dönerfleisch vorbei. Ich bin gespannt. Ja, sieht erstmal normal aus, ne? Diese Portion, das sind 200 Gramm für 600 Teller. Das sind wie viel? Knapp 20? Bisschen weniger, 18 Euro, keine Ahnung. Also, wir haben jetzt hier 200 Gramm. Ich bin gespannt, ob sich das Ganze lohnen wird. Bruder, das ist einfach richtiges Fleisch. Saftiges, richtiges Fleisch. Oh mein Gott. 11 von 10. Leute, ich wollte schon immer diese türkische Kaffee trinken, was in Sand gemacht wird, was in Sand erhitzt wird. Sieht sehr speziell aus. Oh, sieht brutal aus. Also meine Erwartungen sind sehr hoch. Ich erwarte jetzt sehr viel. Ich bin gespannt. Ja, sehr viel Show für nichts. Ganz normaler Kaffee. Ganz normaler türkischer Kaffee. Aber so viel Show. Ich dachte irgendwie, keine Ahnung, da platzt eine Rakete in meinem Mund, Digga. Ist gut, sehr gut, aber das war's auch, ne? Ich bereue gerade, dass ich vollgefressen bin und jetzt hier nicht Platz für ein Lachmajun habe, aber ich werde nicht später essen. Aber show me, show me. Show me. Show me your skills. Aiwa! Aiwa! Digga, brachial! Ich konnte das gerade leider nicht filmen. Wir sind hier am Strand. Da gibt es so einen Volleyballplatz. Da haben wir so. Wie sagt man das? Nee.
Ja, Fußball auf dem Volleyballplatz, Digga. Halt, statt mit der Hand mit dem Fuß zu spielen. Weißt du, ich vergesse nicht, wie das heißt. Auf Brasilianer, weißt du? Haben wir ein paar Stuttgarter Jungs gespielt. Wenn ihr das sehen solltet, schöne Grüße. Gegen ein paar Frankfurter Abis, Digga. War ein schönes Match, Digga. Sehr Spaß gemacht. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen in den Strand rein. Er ist aber nicht so viel hier am Handy, ne? Sind noch am Schwimmen. Ja, man knallt auf jeden Fall mit schöner Sonne, macht Spaß. So, das war's mit dem Beach Day. Ja, schönen Tag am Strand gehabt. Mal wieder ein bisschen braun geworden. Viel geschwommen, das war das Wichtigste, Digga. Bisschen Sport gemacht. Jetzt nach Hause duschen und dann. Mal gucken, was heute Abend abgeht. Wir haben extra ein bisschen Futter geholt, Leute. Ihr wisst natürlich, dass das sein muss. Guck mal, wallah, Billa, wie klein. Guck mal, wie kitschig. Ey, alle Katzen sind so todesklein hier, ne? Gelambre, gelambre, Amani. Guck mal, klein ist. Oh, der gönnt sich richtig. Ja, hast du verdient. Almaya, danke. Almaya. Wie bist du doch? Ich sehe mich. Ja? Woher? Berlin. Berlin. Aber ich wohne schon hier. Da waren wir doch vor kurzem. Döner essen. Ja, schmeckt immer lecker. Sehr lecker. Tschüss. Tschüss, tschüss. Allah gönnt euch. Gönnt euch. That's the wipe, man. That's the wipe. Wir wären ja keine originalen Reiselist, wenn wir nicht die berühmte Mante hier probieren würden, ja? Bodrum Mante. Wir sind mal gespannt. Wir geben unser Feedback, wie das Ganze schmecken wird. Wir haben jetzt hier unsere Mante. Wir haben normale und Chitter-Mante, also so knusprige. Ich bin mal gespannt, wie dieses knusprige schmecken wird. Das ist voller Quatsch. Also knusprig ist nichts für mich. Ich bin nur mal auf normal gespannt. Knusprig. Absolut grauenhaft, weil die normale Mante ist so eine solide 8 von 10. Sorry Leute, ich nehme alles zurück. Ich habe weiter gegessen, wurde immer schlechter. Wallah, vielleicht 6, 6,5 von 10. Der Laden hat mich gar nicht umgehauen, Digga. Mehr Schein als Sein. Ich kann es nicht glauben, dass ich mir das wieder antue, Digga. Wir essen heute wieder Kokoreç. Die, die wissen, was Kokoreç ist, die wissen Bescheid. An die, die es nicht wissen. Darm. Darm von Schaf. Am Ende das eigentlich, was kein Mensch essen würde, aber die Türken essen das, Digga. Es schmeckt lecker. Aber gut? Gut. Gut, diese. Okay, Leute, wir probieren jetzt nach langem das erste Mal wieder Kokoreç. Ich weiß gar nicht, wie der Geschmack war. Hadi, bismillah. Schmeckt das Fleisch nicht raus, was ist das? Schmeckt auch ein bisschen nach nichts, bisschen. Nach Gewürzen so einfach nur. Einfach voll Gewürze. Mhm. Der ist aber deswegen lecker. Weil der nicht so eklig schmeckt, der ist nicht so komisch, der ist so. Ist gut. Ist gut. Wenn man jetzt noch nicht wissen würde, was es ist, dann wäre es noch besser. 8 von 10. So, das war's dann auch. Das ist der letzte Tag. Prost, Minjung. Ich esse jetzt was. Danach werden wir zum Flughafen gefahren. Ich habe gar keinen Bock. Ich fühle mich gar nicht bereit. Aber leider haben gewisse Leute noch andere Pläne. Und wollen noch woanders hin, wo ich nicht mit hin kann. Ja, da gehen die großen Abis hin. Wir haben da nichts zu suchen. Wir essen jetzt was Leckeres, bisschen Fleisch und so weiter. Ja Mann, danach ab zum Flughafen. Ich habe wie gesagt keinen Bock. Ey, soll ich wiederkommen nach einer Woche, wenn du wieder hier bist? Wir wünschen Bodrum. Ja, okay, dann nicht. Ja, mal gucken, vielleicht gehen wir noch woanders hin, aber ja, kurzer Aufenthalt, einer Woche, aber gut. So, ich muss sagen, das ging recht flott. Wir sind jetzt endlich durch. Ich habe noch 1,5 Stunden. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen soll. Ich gucke jetzt Netflix oder so. Warte auf unserem Flieger, Digga. Sun Express, keine Ahnung, was wir fliegen. Ah doch, das ist der, Digga. Ja, dann geht's wieder nach Hause Deutschland, Digga. Geil, ich freue mich. Boah, 25 Grad mit Regen, geil.